So, für diese Animation gehen wir hier ganz einfach auf mixamo.com und laden hier einen Charakter runter mit einer Animation. Wir gehen hier einfach auf Characters und habe jetzt hier diesen Charakter ausgewählt. Ihr könnt auch euren eigenen Charakter hochladen, wenn ihr wollt. Das würde jetzt aber zu lange dauern für ein Tutorial, deshalb nehme ich diesen Charakter hier. Dann wählt ihr hier die Fly-Animation aus und habt hier die Fly-Animation. Und hier dort ganz einfach downloaden. Auch hier das meistens mit den Standardeinstellungen 30 Frames pro Sekunde reicht völlig aus. Dann klickt ihr hier auf den Download-Button und dann sehen wir uns auf Blender. So, jetzt hier auf Blender neu gestartet, könnt ihr hier mit A das auswählen und mit X alles löschen. Und dann bei File, Import, FBX, die FBX-Dateien von Mixamo. Importieren. Dann seht ihr schon die Fly-Animation, die sich nach vorne bewegt. Wir möchten aber, dass er nicht nach vorne fliegt, sondern hier an Ort und Stelle bleibt, weil die Flug nach vorne Animation simulieren wir mit einem anderen Objekt. Dann gehen wir hier auf die Armatur und machen hier ein neues Fenster auf, wechseln auf Graph Editor. Gehen wir bei den Locations, Set Location, Doppelklick, dann mit Numpad Punkt zoomen wir zu der Set Location und wenn wir mit G das verschieben, sehen wir hier, dass er nach vorne und nach hinten fliegt. Das löschen wir mit X und wenn wir jetzt auf Play drücken, dann bleibt er an der gleichen Stelle. Jetzt wollen wir hier aber hier die ganze Animation etwas länger machen. Immer wenn wir einen Charakter von Mixamo importieren, dann importieren wir auch die Framerate. Also wenn wir hier bei der Framerate, wenn wir hier die sind automatisch übertragen. Frames pro Sekunde. Und wenn ihr ein Video hochladen wollt auf YouTube, empfehle ich euch 2K Auflösung, damit die Videoqualität etwas besser wird. Wird dann meistens zu einem besseren Video konvertiert. Einem besseren Codex. So, jetzt habt ihr, möchten wir hier die Animation auf 400 Frames, damit die Animation genug lange dauert. Für diese Sequenz möchten wir hier die Keyframes, hier, das ist ein Cycle, also ein Loop entsteht. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können hier zum Beispiel Keyframes duplizieren. Zum Beispiel hier duplizieren und dann hier einfügen. Das ist die eine Möglichkeit. Aber wir machen das hier mit eine andere Methode. Dafür
gehen wir hier auf zum Beispiel egal, wir gehen hier auf Location und jetzt haben wir hier die Modifiers, gehen wir hier auf Recycled, haben wir hier die, er wiederholt jetzt die Animation, also wir wollen aber, dass wir hier jetzt auf Post Mode gehen und dann alle auswählen, haben wir hier die von einem Keyframe, also von einem Knochen, von einem Bone, haben wir hier die Cycle Modifier, also den Loop. Wir wollen aber den Loop nur bis hier und nicht nach hinten. Also machen wir hier den Count auf 1 und hier den Count auf, ja, bis ungefähr hierhin. Jetzt wollen wir aber, dass der Loop auf allen Knochen, Bones übertragen wird. Dafür gehen wir hier auf Copy Modifiers, drücken hier A, dass sicher alle Knochen ausgewählt sind und drücken hier auf Paste Modifier. Und jetzt sollte eigentlich jeder die gleichen Modifier-Einstellungen haben. Wenn wir auf Play drücken, dann wiederholt sich der Loop bis hier. Okay. Dann brauchen wir jetzt hier den Graph Editor im Moment nicht. Und jetzt möchten wir hier ein Objekt einfügen, wo die Animation nach vorwärts simuliert wird. Dafür gehen wir hier auf Object Mode und mit Shift A gedrückt fügen wir ein Zylinder ein. Dann rotieren wir das mit R 90 x, um 90 Grad in der X-Position. Dann drücken wir auf Tab, Edit Mode, und dann gehen wir hier auf Face Selection mit 3, wählen hier die Face aus, dann mit Shift gehen wir die zweite Face ebenso auswählen und dann mit X die Face löschen. Jetzt können wir hier den Zylinder ungefähr in die Mitte vom Character mit GZ, dann ist es hier ungefähr in der Mitte vom Character. Jetzt mit Tab können wir auf Edit Mode Loop Cuts setzen mit Ctrl R. Dann mit der Scroll-Maus-Taste nach oben scrollen, ungefähr ein paar Loopcuts setzen und dann mit Enter haben wir hier Loopcuts. Und jetzt wieder auf Object Mode. Jetzt wollen wir hier einen Tunnel erstellen, also hier duplizieren mit einem Modifier. Array. Bei Faktor X gehen wir auf 0, bei Z auf 1. Das wiederholen wir ungefähr 50 Mal. Jetzt können wir das applyen und gehen auf Edit Mode. Jetzt sehen wir hier, hier haben wir ein Problem, dass
hier doppelte Edges und Vertices vorhanden sind, das wollen wir zusammenfügen oder mergen. Das gehen wir mit 1 hier zu den Edges und mit A wählen wir alles aus und dann mit M mergen wir das by Distance. Wenn wir hier Removed Vertices, also hat das funktioniert. Jetzt sind die Vertices zusammen. So, jetzt können wir wieder auf Object Mode. Haben wir ein Objekt. Und nun wollen wir den Zylinder einmal hiden mit H. Also hiden. Wenn wir hier ist, können wir auch so vom Viewport hiden und dann fügen wir ein Empty ein mit Shift A, Empty ein Axis und dann wollen wir hier beim Kopf platzieren mit GZ nach oben und dann drücken wir Numpad 7, Numpad Punkt, dann mit G wir hier das platzieren ungefähr in der Mitte im Kopf und jetzt wenn wir hier mit Shift hier die Armatur auswählen zusammen mit dem Empty können wir jetzt zu Pose Mode gehen. Können wir hier auf X-Ray umschalten. Dann können wir hier diesen Bone auswählen und Ctrl-P drücken. Das zu einem Bone zusammenfügen. Wenn wir hier auf Play drücken, dann bewegt sich der Empty mit dem Bone zusammen. Gehen wir hier wieder auf Object Mode und machen den Zylinder wieder an und jetzt wollen wir den Zylinder etwas kleiner machen, hier den Radius, drücken wir auf den Zylinder und drücken wir auf S, Scale, Shift, Y, dann können wir das hier ein bisschen kleiner machen, ungefähr so. Wenn wir auf Numpad 1 drücken, nehmen wir den Charakter von vorne, auf Numpad 3 von der Seite. Jetzt das ist ungefähr in Ordnung. Jetzt gehen wir, wollen wir hier mit Geometry Nodes dieses Objekt, also diesen Zylinder wollen wir verformen mit dem Empty. Wir auf Geometry Node Editor. Jetzt erstellen wir hier einen neuen Node Tree. Wollen wir hier die Position verändern im Zylinder, also verformen mit der Scale. Hier gehen wir hier auf Shift A, Set Position Node. Wir pinnen hier mal das, wir hier die Sachen hier auswählen können. Haben wir hier den Empty. Können wir den hier reinschieben. Können wir mit dem Empty, mit der Location, die Position verändern. Relative Position Offset.
irgendwie mit Shift A Vector Mat. Und wir die Scale verändern. Hier Scale. Duplizieren das. Duplizieren. Gehen hier auf Subtract. Position. Hier auf Length. Vector Mat Length. Geben das. Gehen hier auf Power. Hier auf Multiply. Müssen wir den Zylinder noch auswählen und mit Ctrl A All Transformationen apply, weil wir hier die Scale verändert haben und die Position Location. Müssen wir hier ein bisschen einen Faktor suchen. Jetzt haben wir hier, wenn wir mit Z auf Wireframe gehen, haben wir hier die Ansicht und sehen wir hier zum Beispiel ist der Zylinder nicht ganz in der Mitte, also müssen wir den Zylinder mit GZ so verschieben, dass es ungefähr in der Mitte ist. So. Jetzt will ich aber den Zylinder etwas weiter hinten haben. So mache ich hier nochmal Set Position. Schiebe das etwas nach hinten, dass wir hier das ungefähr beim Charakter ausgemittelt haben. Und jetzt, wenn ich den Zylinder verschiebe, kann ich hier entweder hier verschieben. Oder hier mit Shift A Transform kann man auch hier verschieben. Jetzt will ich hier das animieren bei 400 Keyframes. Ich hier zum Beispiel Insert Keyframe. Und gehen zum Schluss. Gehe hier ungefähr hier hin. Insert Keyframes. Und hier auf Linear. Interpolation Mode Linear. Sehen wir, wie das sich bewegt. So, jetzt gehen wir hier wieder mit Z auf Solid. Wollen wir hier Instanzen einfügen.
mit Instance und Points. Als Instanz wählen wir Eiko hier. Nehmen hier mit dem Radius das nach unten. Ungefähr so. Gehen wir hier mit der Z-Scale nach unten. Hier mit der Z-Scale nach unten. Hier ein bisschen länger verlängern. Wollen wir hier aber die Random Points haben, deshalb wir das Attribute Point on Face Random machen, das ein bisschen weniger, ungefähr so. Wenn wir auf Play drücken, dann sehen wir hier den Effekt Random nach oben, so ungefähr. Sieht das schon wie eine Fluganimation aus. Wollen wir hier eine Kamera einfügen mit Shift A, Kamera, und fügen hier mit Ctrl Alt und Numpad 0 in der Kamera ein. Habe ich hier vergessen einzuschalten. So Ctrl Alt 0. Kann man die Kamera hier platzieren. Wir hier die Kamera tracken zu einem Objekt, also jetzt vom Empty gehen wir hier auf Constraint Properties, Track to Empty. Und jetzt wenn wir hier die Kamera mit G bewegen, sehen wir das Kamera zu dem Empty Tracked. Können wir hier eine Kameraanimation machen, indem wir jetzt mit N hier die Location Keyframe setzen. Hier zum Beispiel in dieser Position die Location verändern, ungefähr nach hier. Insert Keyframes. Und am Ende machen wir einfach so, dass weit wie möglich der Charakter rumfliegt. Relativ schnell gehen. Vielleicht sogar noch etwas weiter weg. Wäre so. Kann man das auswählen mit G 7, dass das ein bisschen langsamer
wird am Anfang. Dann schnell davon fliegt. Aber wir hier zum Beispiel noch. Also zurück. So. Weiter weg. Ungefähr. Noch nicht schnell genug. So, jetzt wollen wir hier dann Zylinder wieder sichtbar machen. Dann drücken wir hier Shift A. Join Geometry. Binden hier die zwei Nodes. Dann der Zylinder wieder sichtbar. Und jetzt gehen wir mit Z auf Material Review. Machen hier Z Material Duplicate und hier auch. Machen wir ein neues Fenster auf. Shader, Editor. Und hier den Zylinder. Müssen wir das noch entpinnen. New Material. Material M1. Klicken hier auf neues Material. Duplizieren. Material bei. Hier Material 1, hier Material 2. Wenn wir mit A gedrückt und Numpad Punkt zum Material Nodes heranzoomen. Wenn wir hier das mit X löschen. Wir hier Emission. Wir hier zu Material 1. Löschen auch. Ein Shader. Und machen hier auf Emission. So, jetzt müssen wir hier Shader mixen. Shift A Mix Shader mit Transparent. Transparent. Gehen hier auf Alpha Hash. Hier Color Ramp. Gradient. Texture, Verico, jetzt wenn ihr hier Node Wrangler enabled habt, könnt ihr hier auf Control T, Control T und dann könnt ihr hier auf Object wechseln und als Object nehmen wir hier den
empty. Jetzt können wir hier das Transparent vom Empty aus steuern. Und hier können wir die Location verändern. Zum Beispiel die Scale. Nehmen wir nach vorne. Ungefähr so. Wenn wir hier bei dem Empty wir hier auch noch die L verändern. Beispiel so. Und hier den Zylinder ein bisschen erweitern, nach hinten und nach vorne. Also machen wir noch ein Array vor dem Geometry Node und hier auf 1. Dass wir hinten eins haben, dann duplizieren wir das. Duplication. Und gehen hier auf minus 1. So dass hinten und vorne das dupliziert ist. Hier mal auf Linear. Sieht das schon besser aus? So, jetzt gehen wir langsam zum Render View. Auf Z rendered. Und ich empfehle euch ein Environment HDRI Texture zu nehmen. Hier bei Color Environment Texture.
Und ihr könnt auf Holy Heaven Holy Heaven HDRI, könnt ihr kostenlos ein HDRI, Beispiel hier, Himmel HDRI, und wenn ihr auf 2K oder 4K, ich nehme meistens 4K Download. Könnt ihr hier diesen HDRI Environment Background einfügen. Das ist ein bisschen dunkler. Dafür so. Und jetzt füge ich hier noch Shift A ein Licht hinzu. Übers hier nach vorne. Das ist etwas heller. So ungefähr. So, jetzt möchten wir hier ein bisschen Farbe reinmachen. Zum Beispiel so. Auch das Transparent ein bisschen verfärben, dass hier so ein Tunnel entsteht. Muss man aber nicht unbedingt. Material 2 haben wir auch noch Mix Shader hier mal blau stärker auf gelb transparent.
So, jetzt können wir hier noch den Zylinder duplizieren. Und den zweiten Zylinder verändern wir ein bisschen. Geometry Nodes. Duplizieren wir hier auch Geometry Nodes, um einen anderen Geometry Node hinzuzufügen. Und wir wollen jetzt nur hier die Rails. Also löschen wir hier den Tunnel. Und vorübergehend hier alles ausschalten. Gehen auf Solid. Und Gel. Shift Y, das ist ein bisschen größer. Nehmen wir hier aber das raus. Noch beim Zylinder Roll A, Alt Transformations Apply. Wollen wir das ein bisschen schneller machen? Wir hier zum Schluss hier ein bisschen heller, also dafür 170 Replace Keyframes hier auch. 170. Sind die Trails schon schneller? Will ich hier aber trotzdem wieder normal.
Jo, jetzt können wir jetzt zum Beispiel hier noch Bloom einstellen, hier den Radius deutlich zurück. So intensiv. Hier werden auch die Farbe etwas verändern. Nicht unbedingt sein. Wir hier noch etwas zurück mit der Helligkeit. Hier bei der Kamera können wir noch Depth of Field einschalten. Hier die Distanz auf Desktop auf Punkt 1, Distanz mal finden. Beispiel so, und jetzt ein bisschen nach oben drücken. Ungefähr so. Wir hier bei der Distanz Keyframe setzen. Müssen wir hier den Fokus etwas anpassen. Insert Keyframe. Keyframe. Frame. Jo, das wär's eigentlich schon fast. Man kann hier noch die Resolution ist okay. In Ordnung. Tutorial. Back. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Ja, irgendwie auch unbedingt ein. Ja, das sind so die Basics. Man kann noch viel mehr Einstellungen machen hier. Dann hier noch Noise etwas dazu machen. Aber das sind so die Basics. So, am Schluss habe ich die Kamera noch etwas verändert. Da bin ich jetzt hier noch etwas mehr in die Mitte. Und noch viel weiter nach hinten. Ungefähr bis hier.
Ja, und ich hoffe, euch hat das Tutorial ein bisschen gefallen oder weitergeholfen. Und bis zum nächsten Mal.